Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Und heute werde ich einen Wagen fahren, welcher wieder mal neu reingekommen ist ins Spiel, nämlich der Ford F150 Pre-Runner Truck DeBerti Design. Ich hoffe, ich habe das jetzt soweit richtig. F150 Pre-Runner DeBerti Design Truck, so rum. Ich wusste, ich krieg's irgendwie falsch hin. Der Wagen ist neu reingekommen und da wir Winter haben und dieser Wagen leicht Offroad-tauglich ist, habe ich mir gedacht, den kann ich heute mal sehr, sehr gut fahren. Aber vorher natürlich erstmal ein paar kleine Informationen. So viel gibt es zu dem Wagen eigentlich gar nicht. Erstmal, was ist der Wagen überhaupt? Was ist ein Pre-Runner? Pre-Runner sind Fahrzeuge, welche schnell über sämtliches Gelände kommen sollen, im Idealfall. Aber zeitgleich auch noch komfortabel für die Straße sein sollen. Also man kann sagen beispielsweise, wenn man jetzt einen Buyer-Truck hat, und da aber noch ein bisschen mehr Komfort reinklatscht, dann kommst du im Prinzip auf das, was ich jetzt unter Pre-Runner per Definition gefunden habe. Kann eventuell sein, dass es nicht hundertprozentig korrekt ist, aber das war so das Einzige, was ich da irgendwie in die Richtung gefunden habe. Wer was anderes weiß, kann mich da gerne korrigieren. Was haben wir unter der Haube? Im Gegensatz zum F150, welcher ja, wie wir alle wissen, ein 3,5 Liter V6 EcoBoost hat, haben wir hier einen 5,0 Liter Coyote V8, der 302 Cubic Inch, nicht der 307 Cubic Inch, aus dem Mustang GT mit 811 PS und 1086 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze auf 3,1 Tonnen und Heckantrieb. Nicht Allrad, Heckantrieb. Von 0 auf 100 geht der Wagen damit in 5,1 Sekunden, was für ein 3-Tonner mit Heckantrieb jetzt echt gar nicht so wenig ist. Und wir haben eine Topspeed von etwa 250.000 km/h. Dieser spezielle DeBerti Design Truck wurde für $300.000 versteigert. Und wie wir sehen, es ist definitiv für extremes Offroad gedacht. Wir haben einen Titanium-Grill, Überrollkäfig, Lichter am Dach, blablabla, alles, was die Welt so braucht. Und ich würde sagen, wir gucken erstmal unter die Haube. Und da sehen wir den guten V8 erstmal. Sieht ganz schön aus. V8 sieht immer super aus. Ja, ich muss auch sagen, so von der Modellierung hier ist das alles sehr, sehr schön gemacht. Ich meine, klar, wir haben einiges an Radstand auch. Aber wir sehen hier wirklich die Federn und so. Also, das ist wirklich schön, was man hier sieht. Da ist richtig viel Detail. Hinten auch, was man so von den, ja, Baja-Trucks, würde ich jetzt einmal sagen, kennt. Rücksitze sind noch drin. Wenn das Ganze ein reiner Renntruck wäre, würden die natürlich rausfliegen. Aber wie gesagt, ist er ja nicht. Man soll damit auch noch sehr, sehr schön von A nach B kommen. Im Innenraum ist das eigentlich echt ansehnlich, also würde ich so nehmen. Wir starten den Wagen mal. Und ja, das ist halt einfach der Mustang V8. Da braucht man über den Sound nicht reden, das ist immer geil. Und den Wagen fahre ich heute erstmal ein wenig so wie er ist, werde damit jetzt auch einfach mal so im Stockzustand ein Rennen fahren und werde danach mal gucken, was ich daran tune, was überhaupt tunbar ist. Da bin ich mir nämlich gerade gar nicht so sicher. Und ja, wir haben ein 10-Gang-Getriebe, dementsprechend das Automatikgetriebe. 10-Gang manuell wäre auch ein bisschen schwierig. Da gehst du dann zu deinem Beifahrer hin und sagst, ey, hör mal, Haxen einziehen, ich muss einen 10. Gang einlegen. Ich bin mal echt gespannt, wie sich das fährt. Als ich gesehen habe, dass der Heckantrieb hat, dachte ich mir erst so, ja, ist schon irgendwie eine doofe Idee. Andererseits muss man sagen, früher in der Rallye hat das auch geklappt. Und heute teilweise genauso. Deswegen, warum nicht? Und so jetzt die ersten paar Meter fährt sich das eigentlich ganz gut. Ich meine, dafür, dass wir über 800 PS auf die Hinterachse haben, habe ich hier sehr, sehr wenig Probleme. Ich weiß auch gar nicht, wo hier ein gutes Rennen in der Nähe ist. Ich möchte das Rennen nicht fahren, es ist einfach viel zu eng für den Wagen. Ja, komm, fahren wir mal das hier. Da kommen wir auch auf direkten Weg hin. 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Ja, einfach mal durch. Tatsächlich muss ich sagen, im Gegensatz zu den anderen Wintern habe ich dieses Mal irgendwie richtig, richtig Bock auf den Winter in Horizon 4. Es ist mittlerweile bei mir eher so, dass ich im Herbst keine Lust mehr auf das Spiel habe, weil da einfach, ja, es
ist halt nichts Besonderes. Der Herbst ist einfach nur traurig. Ist halt echt genauso, deswegen passt das irgendwie schon. Mir fällt gerade auf jeden Fall muss ein Getriebe rein. Weil wenn wir schon 10 Gänge haben für Offroad, dann werde ich die auch nutzen. Aber ich weiß, irgendwie... Winter finde ich mittlerweile ganz okay. Wenn man halt da was hat, was man machen kann. Und das habe ich jetzt in dem Fall. Du hast dein Ziel erreicht. Aber der Herbst ist jetzt mittlerweile einfach, wo ich mir sage, boah, nee, da, oh Gott, nein. Bitte sag mir jetzt nicht, dass der Wagen bei Offroad Buggies drin ist. Normalerweise ist diese Horizon präsentiert Veranstaltung, die Veranstaltung, wo der Wagen, in dem du gerade sitzt, drinnen ist. Bitte sag mir, dass ich da falsch liege. Gott sei Dank. Okay, wir haben aus irgendwelchen Gründen zweimal Heavy Hitters. Das muss ich jetzt nicht verstehen, aber ey, ich hätte es ihnen zugetraut, ne? Das ist glaube ich, das Schlimmste an der Situation gerade. Ich hätte ihnen zugetraut, dass der Wagen da drinnen ist, in der Klasse. Das ist wirklich das Schlimmste hier an der Situation gerade. Aber gut. Haben wir ja Glück gehabt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir gegen die ganzen Allradler, die auch ein gutes Stück leichter sind teilweise, so zurechtkommen. Ja gut, am Start haben wir natürlich Probleme gegen die. Das ist erwartbar. Aber jetzt, so langsam, wenn wir im Schwung sind, sollten wir ein bisschen aufholen können. Wobei auf der Strecke gerade kommt es nur auf die Power an, wo wir jetzt nicht unbedingt wenig haben. Warum hat der Karren so gut eingelenkt gerade? Ich dachte, ich rutsche ein bisschen weiter raus, aber okay, das ist halt der Heckantrieb, ne? Da muss ich mich jetzt ein bisschen anpassen. Ich starte an der Stelle einfach mal eben neu. Sollte jetzt keinen großartig stören. Aber ich spiele ja ohne Zurückspulen. Und da das einer der ersten Checkpoints war, ist halt an der Stelle, denke ich mal, vertretbar. So. Ja, da muss ich mich jetzt halt auf jeden Fall erstmal angleichen. Dass ich jetzt einen Heckantrieb fahre, dass er eben nicht so rumrutscht, auch wenn das irgendwie paradox klingt für manche Leute bestimmt, aber ja, so ist das halt. Ich meine, durch die riesigen Reifen da hinten, durch die Ersatzreifen beispielsweise, haben wir auch arschviel Gewicht hinten drauf, das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube immer noch, dass ein Großteil vom Gewicht vorne ist, das würde auch auf jeden Fall am meisten Sinn machen. Damit er auch nicht zu arg rumrutscht um die Kurven. Aber es ist auf jeden Fall relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Kann natürlich auch komplette Täuschung sein. Und das passiert, wenn man um die Kurve rumgeschoben wird. Ja, ich glaube, wir brauchen nicht diskutieren, dass Allrad im Winter Offroad... Das Allrad Offroad gerade im Winter definitiv immer die bessere Entscheidung ist. Da brauchen wir nicht drüber streiten. Das ist einfach so. Aber trotzdem lässt sich das hier äußerst angenehm fahren. Also ich habe jetzt nicht irgendwie das Problem, der Arsch kommt zu sehr rum. Und das, obwohl er wirklich zum einen sehr weich ist und zum anderen sehr, sehr viel Power und vor allem sehr, sehr viel Drehmoment hat. Nee, das passt. Also, was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde ihn leichter machen. 3 Tonnen sind mindestens eine zu viel. Ich hoffe einfach, ich kann da was drehen. Und ansonsten... Ich weiß auch gar nicht, ob ich auf Allrad gehe. Ich finde, der Wagen ist so relativ ausgeglichen tatsächlich. Solange wir keine engen Kurven haben... Und da rede ich jetzt nicht mal unbedingt von 90-Grad-Kurven, sondern von 180-Grad-Kurven. Solange wir sowas nicht drin haben in den Rennen,
wird das mit Heckantrieb sogar ganz gut funktionieren. Ja, trotzdem darf man natürlich diskutieren, ist das so sinnig, den Wagen hier im Spiel zu haben oder nicht. Ich bin ganz ehrlich, gebraucht hätte ich ihn nicht. Zum einen haben wir schon einige andere Raptor hier im Spiel. Und da rede ich nicht von einem oder zwei, sondern ich glaube, das hier ist Nummer 4 mittlerweile. Oder vielleicht sogar Nummer 5. Und da ist halt so ein Wagen, der wäre ganz nett, wenn man schon eine Cardist hat, die man präsentieren kann, wo man sagen kann, die ist so geil, dann kann man auch so ein Auto reinbringen, definitiv. Aber, ich hätte ihn jetzt nicht vermisst, wäre er nicht da. Wenn ihr versteht, was ich meine. Erstmal, ui, 3. Okay, schätze. Ich würde sagen, wir können einen V10 einbauen aus der Viper, einen V12 aus dem Aventador und den Trophy Truck V8. So. Das ist der Trophy Truck V8, glaube ich. Dann ganz normaler 7,2 Liter V8? Mit genau 1000 Newtonmetern? Ist ein Sauger. Und ein Racing V6 Twin Turbo. Der hat aber auch sehr viele Momente. Also den kann ich mir erklären. Das ist der Trophy Truck. Das ist klar. Wo kommt der her? Das ist auf jeden Fall kein alter V8. Vom Hubraum passt das zwar, aber von der Leistung überhaupt nicht. Das sind ja 1000 PS. Ist das der Hennessy Venom Motor? Nee, warte mal. 7,2 Liter V8. Das interessiert mich jetzt. Lass mich mal gucken. Ich meine, das muss ja eigentlich fast ein Ford Motor sein. 7,2 Liter V8, 1000 PS, 1000 Newtonmeter. Ich suche mal ganz kurz. Lass mal gucken. Leider kann man ja nicht irgendwie nach Leistung sortieren. Das würde das Ganze ein bisschen einfacher machen. Erstmal. Nee, da, ja, das ist ein 6,2 Liter. Das ist ein Chevy-Motor. Da bin ich richtig. Okay, der Racing V6 ist aus dem Hoodie-Truck. Kann ich verstehen. Macht irgendwo Sinn. Ansonsten 7,2 Liter. V8. Ah. Ach der. Ach Mensch. Okay. Wenn mir jetzt einer erklären könnte, warum ich das tun sollte. Naja. Ich mag Coyote V8. Ich bin da voll dabei. Den lassen wir. So. Und wir können bestimmt, wie gesagt, auf Allrad gehen. In einem gewissen Grad macht es definitiv Sinn. Was keinen Sinn macht, ist, dass mein Starten dadurch runtergeht. Aber gut, so ist das halt. Dann haben wir tatsächlich Bodykits. Wir haben Seitenschneller. Ja, okay, gucken wir mal. Also, auf vielen anderen Wagen würde das geil aussehen. Hier ist es einfach nur peinlich, oder? Ich meine, guck dir die Front an. Als ob da die Stange, wenn dir der hinten rein donnert, dann bringt die Stange da auch nichts. So, und Seitenschweller, das dürften einfach nur Mudflaps sein, ja. Lassen wir. Brauchen wir alles nicht. So, Reifen. Die sehen scheiße schmal aus, tatsächlich, weil der Wagen sehr breit ist. Aber das sind 3,45er. Machen wir 3,65er draus und hinten... Ja, auch. Schade, ich dachte jetzt irgendwie, hinten kann ich 495er draufschmeißen, aber... Naja, dann halt nicht. Die Felgen können wir auch größer machen. Von 17 Zoll auf 24 Zoll. Macht natürlich Sinn. So, wie gesagt, Getriebe muss... Ich brauche ein einstellbares Getriebe. Ansonsten geht hier gar nicht. Rennbremsen. Stabis. Und jetzt Gewicht muss echt raus. Nur 400? Das ist doch beschiss. Also. Das war's. Mehr geht nicht. Okay, also mehr Leistung möchte ich dem jetzt nicht geben, weil dann muss ich auf Allrad gehen. Will ich nicht. Mal gucken, manchmal ist Vorseher doof. Ne, schade, ich dachte irgendwie, hier kriege ich jetzt 300 Kilo Gewicht raus, wenn ich die Mudflaps drauf mache. Klingt doof, aber es wäre möglich gewesen. Ja, schade, gerade mal 400 Kilo raus. Das ist wenig. Also halt, bei so einem Auto, das sind so knapp 10%. Ein bisschen mehr, ja, sagen wir mal 13%. Ganz grob.
Ja, okay. Dann müssen wir damit arbeiten. Schade. Ja, der siebte, also die muss ich auf jeden Fall alle mehr in Bereiche reinziehen, dass ich mit denen arbeiten kann. So, komm mal her. Du Gang. So. Genau, dann mehr Nachlauf. Gehen wir mal auf 5 Grad. Die Stabis hätte ich gerne einen Tacken anders eingestellt. Ich weiß nicht, wie auf die Idee kam, 1,0 hinten zu machen. Aber das lassen wir an der Stelle mal. Ein bisschen zu weich ist er mir. Tacken härter darf er schon. Genauso auch vor allem die Dämpfer. Damit er aber nicht so durch die Gegend töppelt. Das wollen wir ja nicht. Der Wagen soll ja im Idealfall aufkommen und dann sofort weiterfahren können. Ohne nochmal Bodenkontakt zu verlieren. Und der Differential ist ja eh eine Nummer für sich. 3000 EP nehmen wir mit. Bin ich ja nur noch bei 2100 Forstaton-Punkten. Wer sich fragt, woher ich die habe, die sind immer noch von, ich glaube, was war es, März oder so. Als die auf einmal alle resettet wurden und du die auf einmal wieder zurückbekommen hast. Ja. Ich gucke mal nach Lackierung, weil ich glaube, da gibt es ein sehr interessantes Feature, nämlich Farbgruppe 1 dürfte nach meinem Wissensstand einfach alles sein, genau. Ui. Gefällt mir, nehme ich. Und Farbgruppe 2? Ja, haha, das ist der Spaß hier, das sind die Scheinwerfer so ein bisschen. Finde ich sehr geil, dass das so eine Möglichkeit ist. Teasert vielleicht auch ein bisschen das an, was in Zukunft kommen mag. Aber ja, das gucken wir dann mal. Ich meine, wir reden hier immer noch von der Gruppe von den Entwicklern, für die es zu schwer ist, lackierbare Bremssättel zu machen, meine Damen und Herren. Klötze. Nicht Sättel. Klötze. Doch, Sättel. Ach, leck mich doch. Ihr wisst alle, was ich meine, auch wenn es gerade... Ja. Das Rote da. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß eigentlich auch, was ich meine. Ich bin halt nur zu blöd, den Begriff zu finden. Und ich freue mich jetzt schon auf die 95 Kommentare, die sich drüber lustig machen werden. So. Ich finde, das passt. Ich wollte schon immer den hellblauen Ford Raptor mit 1000 PS und, na, 800 PS und Heckantrieb und 2,7 Tonnen haben. Das war schon immer mein Ziel. So. Ich würde sagen, wir fahren jetzt nur ein Rennen. Und zwar das einzig wahre Rennen. Und dann gucken wir mal, wie dem Wagen die Änderungen so stehen. Boah, ich finde, in Blau hat er schon was, oder? Schon geil. Aber ja, wie gesagt. Es ist auf jeden Fall nett, dass er drin ist. Ich bin nicht so enttäuscht, wie ich dachte, dass ich von ihnen enttäuscht sein werde. Gebraucht hätte ich ihn absolut nicht. Da hätte es viele andere. Ich würde jetzt einfach mal ganz, ganz frech behaupten, mindestens 100 andere Fahrzeuge jetzt gegeben, die ich lieber gehabt hätte als den. Die ich halt auch aktiv vermisse. Das ist so ein bisschen das Problem. Klar, Überraschungen hier und da sind ganz nett, aber die Überraschung wurde eigentlich schon mit dem Volkswagen IDR geliefert, den ich auch nicht brauche. Es ist halt krass, wie schmal die Reifen aussehen, ne? Weil das sind 365er Schluppen. Uiuiui. Da kam er leicht rum. Ich weiß das gar nicht. Theoretisch könnte der aber, wenn du ihn auf Allrad umbaust, für Teamabenteuer gar nicht so schlecht sein. Ist jetzt gerade so meine Spontanvermutung, weil er hat viel Gewicht, was du gegen die anderen aktiv verwenden kannst. Er hat sehr viel Leistung. Und er fährt sich jetzt auch ganz gut.
Ich meine, klar, du wirst auf Allrad gehen müssen. Weil mit Heckantrieb wirst du sehr, sehr wenig reißen. Das sehen wir hier gerade. Aber ich glaube, ich kenne da so ein paar Menschen, die das auf jeden Fall mal testen werden. So. Ja, ich glaube, einen Tacken zu hart habe ich ihn jetzt doch eingestellt. Nach den Sprüngen fährt er jetzt zwar schon so weiter, wie ich das gerne haben möchte. Nur bei den leichteren Bodenwellen, sage ich jetzt mal, macht er dann doch ab und zu mal eine Zicke. Und das wollen wir ja auch nicht haben. Im Übrigen, das hier ist ein Golfplatz. Ich muss mich selber auch immer wieder daran erinnern, dass wir in Horizon 4 einen Golfplatz haben. Aber letztens ist es mir erst wieder aufgefallen. So. Ja, also Spaß zu fahren macht er auf jeden Fall. Dass er nicht schnell ist. In dem Rennen hätten wir uns auch denken können. Ich meine, gut, dass ich so abkacke, hätte ich jetzt persönlich auch nicht gedacht. Ich dachte, ich kann zumindest mitfahren. Aber nicht mal das ist möglich. Ich glaube auch persönlich, das liegt gar nicht mal am Heckantrieb. Das liegt am Gewicht. Also ja, vielleicht ist er dann doch zu schwer für Team Abwehr. Das kann natürlich sehr gut sein. Aber ja, mit dem Heckantrieb habe ich jetzt wenige Probleme. Er kommt wirklich selten mit dem Arsch. Und wenn er das tut, dann bei weitem ja nicht so krass, wie man es vermutet, im Sinne von unkontrolliert. Sondern das funktioniert eigentlich schon. Ich meine, jetzt sind wir wieder dran. Sollten wir uns aber nichts drauf einbilden, weil die Deppen legen sich ja alle gerade selber aufs Dach. So. Ja, ja, komm. Also wenn der Trailcat neben mir klein aussieht, dann weiß ich, ich sitze gerade in einem ganz dicken Auto. So, jetzt kommt mal her hier, Freunde. Boah. Bergauf geht die Puste aus. Oh oh. Hat geklappt, ich lebe noch. Also ja, bergab schiebt die Masse. Gott, treffe ich. Jawohl, sehr schön. Vielleicht muss ich auch das Getriebe einmal noch ein bisschen anpassen. Aber es ist ja in der Regel immer so. Die ersten Einstellungen sind weit von der Perfektion entfernt. Und gerade auch so ein Wagen ist jetzt einer, den ich noch nicht so oft eingestellt habe. Solche krassen Offroader fahre ich ja selten. Wenn ich mal Offroad fahre, dann soll das im Regelfall da eigentlich gar nicht so stattfinden. Ja, guck mal, dritter, easy. Hat der vorherige Erstplatzierte jetzt echt seinen Sieg weggeschmissen, weil der Depp die Rampe genommen hat? Was ein Vollidiot, ey. Was ein riesengroßer Vollidiot. Easy. Gucken die an. Also schön ist er ja schon, ne? Das dürfen wir jetzt an der Stelle mal nicht verneinen. Komm, 1 Million. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir.
Ah, das wird nix. Ja, nehme ich auch. 125.000. Sind auch schön zu haben. So. Ja, ich gebe das Tuning einfach mal frei. Macht auf jeden Fall Spaß zu fahren. Dass er nicht so schnell ist in den Rennen, wie gesagt, ist logisch. Da müssen wir einfach nur mit Menschenverstand arbeiten, dann sehen wir das. So, genau. Aber damit würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Nächstes Mal weiß ich noch nicht, was ich mache. Aber ja, auf Wiedersehen. Servus.